mir gibt nicht diese paar Euros, die ich da im Monat mit verdiene, die Motivation, ja. Das, was mir Motivation gibt, sind die Likes und die Kommentare von den Leuten, die meine Videos feiern. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jump League. Ja, ich werde heute mal über ein Thema reden, was mich so ein bisschen belastet oder, naja, wie soll ich sagen, worüber ich halt einfach mal in einem Video sprechen möchte. Und zwar erzähle ich euch jetzt einfach mal von Anfang an, was ich so zu erzählen habe. Ne? Wäre auch vielleicht mal gut, wenn ich ein Thema ansprechen möchte. Und zwar, es ist so, ich habe meinen Kanal gemacht am 13. Oktober 2013. Da kann ich, oder am 16. Oktober, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Auf jeden Fall war es im Oktober. Und es war so, damals wusste ich nicht, ja, damals wusste ich auf keinen Fall, dass es da irgendwelche Netzwerke gibt, mit denen man über Österreich gepartnert werden kann, ja, weil damals das über Österreich noch nicht mal ging, dass man dort von YouTube gepartnert wird, da wusste ich noch nicht mal, was Netzwerke sind. Hatte aber damals meinen Kanal gemacht, um einfach Videos zu produzieren, weil es mir Spaß gemacht hat und mir dann die Kommentare oder die Daumen nach oben so viel Motivation gegeben haben, dass ich sage, wow, Leuten gefällt das, was ich mache, ja. Und das ist auch noch das, was mir heute die Motivation gibt. Mir gibt nicht diese paar Euros, die ich da im Monat mit verdiene, die Motivation, ja. Das, was mir Motivation gibt, sind die Likes und die Kommentare von den Leuten, die meine Videos feiern. Wenn ihr zum Beispiel sagt, yo, ich feiere das, was ich mache, und ihr dann ein Like da lasst, glaubt mir, sowas gibt mir den Ultra-Motivationsschub. Für anderen ist das ein Klick und für die anderen, wie zum Beispiel für mich, ist das nicht nur ein Klick, sondern wirklich eine Bewertung und die dann einfach, ja, keine Ahnung, die sowas freut mich halt einfach unglaublich. Und es ist halt so, damals, wo ich kleiner war, habe ich dann irgendwann mal Unge kennengelernt und ich sag mal so, ich hatte mit ihm eigentlich von YouTube her nie was so zu tun. Also wir haben halt sehr oft miteinander WoW gespielt, aber das war halt auf privater Ebene. Ne? Ich habe mit ihm privat gespielt, nicht in irgendeiner Weise als YouTuber, sondern ich habe mit ihm privat gespielt. Und ich gehe mal hier rüber, so zack. Und da ging es mir auch nicht irgendwie um irgendwelche Klicks oder sonst was, aber er hat mich halt dann einfach gefragt, ob ich Lust hätte, in Minecraft Leben mit dabei zu sein. Natürlich sage ich dann nicht nein, weil ich fand das Projekt an sich mega cool und er hat mir halt dann einfach die Möglichkeit gegeben, dort mitzumachen. So, ich war dann eben mit dabei und es hat irgendwie alles in Minecraft Leben dann so seinen Lauf genommen. Ich habe irgendwie mich bei Herr Bergmann beworben als, ja, ich war ja bei der Zeitung und dann hat er mich da auch angenommen und hat dann gesagt, ja, mach mal das und das so für die Zeitung und das habe ich dann auch gemacht und alleine das hat mir auf YouTube so weitergeholfen, dass wirklich 20.000 Menschen dadurch auf mich aufmerksam geworden sind und wenn man sich das mal überlegt, 20.000 Menschen kann man nicht mal eben so, wisst ihr, 20.000, das ist so viel, das ist so unglaublich viel, die sich dazu entschieden haben, meinen Kanal zu abonnieren. Aber mit der Zeit, nach Minecraft Leben, hat das dann auch irgendwann mal aufgehört, dass die Leute so aktiv zugeguckt haben oder dass sie es so aktiv bewertet haben. Und natürlich verstehe ich das auch, weil mich viele wegen Minecraft Leben eben abonniert haben. Aber ich sage dann auch so, wenn jemand meine Videos guckt und ich dann zum Beispiel bei einem Video so 2.000-3.000 Klicks habe, dann würde es mich halt schon freuen, wenn diese Personen dann auch bewerten, weil mir das eben diese Motivation gibt, die, wo ich sage, das ist das, warum ich YouTube mache, weil Leuten,
das gefällt, was ich mache, ja, das ist die Motivation, die hole ich mir aus den Bewertungen und den Kommentaren. Und vor allem, wenn es dann ein wirklich sachliches Kommentar ist, wo dann geschrieben wird, wow, tolles Video, das und das hat mir besonders gut gefallen und so weiter, mach weiter so oder was weiß ich. Solche Kommentare geben einen so den Motivationsschub und glaub mir, dann produziere ich gerne weiß nicht wie viele Videos am Tag. Aber es ist halt einfach nicht leicht, manchmal Motivation zu holen, wenn man nicht gerade wie eine Dagi wie 30.000 Euro im Monat verdient oder was weiß ich, ne? Also ist für mich die Motivation wirklich die Bewertungen und die Kommentare. Und ich hoffe einfach, dass ihr das versteht, was ich damit sagen möchte. Und ja, also wenn ihr ein Video von mir guckt, würde es mich echt freuen, das dann auch zu bewerten. Oder, weil es steckt manchmal echt wirklich sehr viel Zeit in den Videos, das glaubt ihr gar nicht. Ihr denkt euch so, ja, ist in 10 Minuten aufgenommen und die Rohdatei wird hochgeladen, Leute. So ist das aber nicht. So ist das nicht. Wenn es so wäre, dann wäre es echt nice, aber so ist es nicht. So, das ist ein harter Part und ich habe noch nie in meinem Leben einen harten Part geschafft. So, oh, ich habe einen Zaubertisch bekommen, nice. Ja, also nur damit ihr das jetzt mal so ein bisschen versteht, was ich damit meine. Mit dieser ganzen teilweise Inaktivität der Leute, die meine Videos schauen. Oh, scheiße. Ich würde mir halt einfach unglaublich wünschen, dass Leute wirklich mal drüber nachdenken, was sie einem anderen Menschen Gutes tun, wenn sie einfach nur was Nettes schreiben oder so, ne? Also für viele lesen ja auch gar nicht die Kommentare. Ich versuche auf jedes Kommentar, was gut geschrieben wird, einzugehen, dann irgendwie auf jeden Kommentar zu antworten, aber manchmal zum Beispiel wird halt einfach auch nur gespammt, ne? Also manchmal steht wirklich Crap in den Kommentaren, wo ich mir auch einfach nur auf den Kopf greife und mir einfach nur denke, okay, das ist auf jeden Fall ein sehr sinnvolles Kommentar gewesen. Ja. Also wie gesagt, Leute, das möchte ich einfach sagen, weil die Entwicklung generell von YouTube ist wirklich sehr, 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 sehr eigen geworden. Also die YouTuber machen teilweise wirklich nur was mit anderen großen YouTubern und die so in der Mittelklasse sind wie ich oder mich als kleiner YouTuber, ich zähle mich eher als kleiner YouTuber, auch wenn 20.000 viel sind, aber damals war 20.000 ultra krass. Heutzutage ist 20.000 nicht mehr viel, ja, weil einfach YouTube gewachsen ist und alles viel, viel größer geworden ist. Und, ja. Und deswegen finde ich es echt ein bisschen schade, dass es manche YouTuber reden nicht mal mit jemandem, der weniger als weiß ich wie viele Abos hat, obwohl ich mir denke, yo, was ist, wenn der YouTuber jetzt plötzlich von irgendeinem Großen gepusht wird und dann 300.000 hat? Ist nicht ein anderer Mensch, aber trotzdem wird dann mit ihm geredet oder wie? Ne? Also es ist ziemlich krass, was derzeit in YouTube Deutschland abgeht. Und mich hat auch ein bisschen das Video von Zander dazu animiert, da ein bisschen was dazu zu sagen, weil ich zum Beispiel ja von Großprojekten her bisher nur in Leben Desperado und in Titan dabei bin und viele ja auch gefragt haben, warum jetzt kein Desperado mehr kommt, und ich kann euch einfach sagen, weil ich keine große Motivation für das Projekt aufgefunden habe und ich aber dann persönlich auch finde, warum sollte ich ein Projekt für Klicks weitermachen, wenn es mir im Prinzip dann keinen Spaß gemacht hat, weil Desperado einfach nicht so geklappt hat, wie es geplant war. Und warum sollte ich das tun? Was hätte ich denn bitteschön davon, dass ich in irgendeiner Weise, den habe ich auch, oh mein Gott, Leute, ich bin ein kleiner Abstauber heute, so, zack, 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 einfach essen, keine Ahnung, essen ist wichtig, kacke, ich hätte mir eventuell Dings nehmen können, scheiße, was mache ich da? Ich bin ein, heute Brain AFK-er Mensch, ohne Witz, Leute, heute bin ich Brain AFK, zack, zack, so.
Und ja, also das möchte ich einfach. Ich hoffe, ihr versteht das, was ich meine, ne? Ich möchte auch demnächst dann keine Depri-Videos oder sowas machen, ne? Aber es ist halt einfach nur so, sowas freut mich, wenn man bewertet und sowas. Und ich hoffe halt einfach, dass ihr das alles versteht und nicht irgendwie negativ auffasst oder so. So, okay. Hatte der Pfeile ja ein, zwei, drei, so. Ein paar Kekse sind immer lecker. Da vorne kommt ein Typ. Ich gehe mal ein bisschen weg, weil ich möchte ja noch ein bisschen fertig regenerieren hier. Ja. Hate-Kommentare und sowas ignoriere ich immer komplett. Also solche Leute werden einfach geblockt oder gelöscht. Ich denke mir immer so, ich möchte die auch nicht gleich bloggen, weil. Ja, bloggen. Also blocken, weil ich meine. Vielleicht war der nur gerade wegen irgendwas wütend oder was weiß ich, ne? Aber manchmal finde ich halt einfach die Aktion auch einfach nur scheiße von denen und. Oh, jetzt, das war eine Scheißaktion von mir. Oh mein Gott, ich habe ihn aber trotzdem noch bekommen, Leute. Oh mein Gott. Jetzt muss ich aber aufpassen. Beide haben noch ein Leben, ich habe noch drei Leben. Jetzt kann es sein, dass ich den da vorne vielleicht noch absch. Jetzt habe ich aber nochmal die Regeneration hier bekommen. Oh, GG. Wir haben so viele Leute in der Runde gekillt, auch wenn einige abgestaubt waren. Aber es war trotzdem eine richtig coole Runde. Und ich bin froh, dass ich das Thema durchbekommen habe und trotzdem die Runde so geil geworden ist. Also, ihr habt euch ja gewünscht, dass ich viel mehr Jump League bringe. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, wie gesagt, lasst eine positive Bewertung da. Ich hoffe, ihr habt das bis zum Ende angeguckt. Und wenn ja, schreibt mir einfach mal eure Meinung zu YouTube Deutschland in die Kommentare. Ich würde sagen, Leute, das war's. Haut rein, macht's gut und ciao.